On rigs and runes, I drift in the night. Meine Damen und Herren, Ihr Fahrstuhl ist angekommen. Unterhalten werden Sie während der Fahrt von DJ MM und DJ Copeman. Hallo liebe Freunde auf YouTube, hier ist er wieder, euer Torque. Wir sind hier in Mönchengladbach beim Amiga-Event 37 und ja, ich grüße euch recht herzlich. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ein kleiner Eindruck von dem, was es hier gibt. Mit dabei habe ich noch den McFly, meinen Kameramann. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und komm, gehen wir mal eine Runde. Dann geh vor. Ich gehe vor, ja. Ach, dieser Ernie. Wir müssen eben arbeiten. Wir müssen eben arbeiten. Was ist? Ist er doch da? Doch ja, cool. Gerade gesehen. Veranstalter hier, ne? Du bist der Chef von dem Event hier. Geh mal näher ran. Hi. Er ist zwei Köpfe größer wie ich, aber macht nichts. Kann ich nicht für so gewachsen halt. Ja. Ja. Gut. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Und, Dankeschön. Ich hoffe, es gibt eigentlich meine Sachen zu sehen. Warte mal, ist das was für dich? Okay. Denke ich. Ja, ich glaube, wir sind im Link. Ja. Okay. Und ganz wichtig, das Amiga-Portal. Okay. Und ein Link zu YouTube, wo du das Video auch sehen kannst. Schau ich mir an. Danke schön. Jo, mach's gut, ne? Ciao. Gehen wir mal weiter. Meine Hose rutscht. Das filme ich nicht. Beim Vorbeilaufen. Ich versuch's. Bill! Hey! Komm, ganz kurz! Amiga Bill himself! What's up, guys? AmigaPortal.de. Jawohl, Amiga! Party. Please say the name of this town. I learned how to say the name of the town. I went to Amiga Bell University. Mönchengladbach. Mönchengladbach. Perfect. Yeah, I learned. You know other German towns? Berlin? What? Berlin, no problem. Cologne. Frankfurt. Heidelberg? Yeah. Frankfurt got. This was a difficult one. I thought it was called like a Monoglob, Mönchenglob. I don't know, but now. Mönchengladbach. Yeah. Mönchengladbach. I got it. Not so easy. No, it's just practice. Yeah. And you are here? With plane? Yeah. 7 hours flying. 7 hours flying? Yeah, from New York, yeah, right? And then 2.5 hours on the train. Wow. Yeah. And I thought I have a long journey. How long was it? Two
2 hours. Oh, not bad. Yeah, not bad. Not so like you. Yeah. But how you find it here? Is it cool? It's really cool. It's really, it's like too much. It's too much stuff. Oh, yeah. Yeah, I guess. The biggest Amiga event here. In the world, yeah. And you said in your street. Yeah, it is. Yeah, it's awesome. I love it. Okay. Yeah. Yeah, I went out partying last night at the party. So I'm a little tired. Beer. Dancing. Yeah. Okay. Say bye-bye. Okay, bye-bye. Thanks. Thank you guys. Have fun. Yeah. One moment. Yeah. Oh, no. Thank you, Zork. My social network. Oh, great. Amiga Portal link and YouTube link. And fantastic. By YouTube, you'll find today or tomorrow, the video. Oh, great. It's a great job. It's a pleasure to meet you, man. Yeah. Ciao. So, hat leider ein bisschen länger gedauert. Wir zeigen nochmal die Amiga 1200er Cases von A1200 net. Hier schönes gibt. Ja, yes. The best one. You know it, that I like it. Aber warum sprechen wir nicht Deutsch? Ich habe jetzt mit Amiga gesprochen. Es viele Leute, die aus der Welt sagen, der erste Moment. Nee, du machst das vorne irgendwo hin, da wird auch das nächste. Aber gesagt, gestern war vor Party an. Ja, der war noch nicht spät raus. Gut. Möchtest du den YouTube-Zuschauern noch irgendwas sagen? Ja, es freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben hier von A1200net ein paar Produkte zum Vorzeigen. Hier links haben wir das schwarze Amiga 500 Vampire Case. Das ist jetzt seit ein paar Tagen erst hier in Europa. Ja. Die werden gerade ausgeliefert an allen Bäckern. Und die Leute, die das noch nachbestellen wollen, sowohl auch wie die schwarzen Amiga 500 Käuse. Ja. Die Keycaps sind jetzt endlich, nach so vielen Jahren, werden die jetzt wieder produziert. Hat ja 2018 hatten wir Probleme mit den Keycaps, wo wir halt nicht zufrieden waren mit der Qualität und haben dann auch gesagt, das hört auf, das müssen wir neu machen. Das wurde dann auch gemacht. Ende 2019 wollten wir dann endlich die Keycaps ausliefern, aber dann kam halt Covid. Ja, und jetzt Covid vorbei, diskutabel. Glauben wir mal, wir sind jetzt auf der sicheren Seite und deshalb, China ist offen, wir produzieren und in den nächsten 3 bis 6 Monaten werden alle Leute ihre Keycaps bekommen. Und keine Sorge, die Kickstarter verfehlt haben oder noch welche nachbestellen wollen, die können das auch, müssen einfach auf diesem Webshop a1200.net, da können die ein Konto erstellen oder eröffnen und sich dann die Keycaps bestellen. Die sind jetzt, also die ersten, die wir immer produzieren, sind schwarz. Das gleiche gilt auch für die Gehäuse, weil schwarz ist eine ganz schwierige Farbe, um das zu produzieren, und zwar in einer perfekten Qualität, weil auf schwarz sieht man wirklich alles. Wenn die Schwarzen jetzt fertig sind, dann geht es im Akkord weiter. Die Weißen, die Originalfarben und dann alle Sonderfarben, also Rot, Blau und halt diese Farben. Zu den 500 Cases gibt es auch diese Accessory Kits. Das sind dann quasi die Extras,
wie USB-Anschluss, HDMI, Ethernet-Anschluss, so eine Büchse, die kann dann hinten drauf. Nehmen Sie mal eben dann dazu. Hier ist ein Port und hier sind auch Ports und da können die dann halt reingemountet werden. Nicht schlecht. Es gibt halt diese Module dazu, noch Anschlüsse. Es gibt halt für Leute, die einen Vampire haben, die brauchen halt noch extra Kabel. Ja, ist alles mit drin. Okay. Das sind halt die Accessory Kits. Mhm. Und dann gibt es noch was Neues, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Das ist hier dieses Crystal Case. Das hier ist der Prototyp, der wurde erstellt. Da sind auch noch nicht diese Messing-Büchse drin, wo die Beschraubung ist. Aber das war das Proof of Concept, dass es halt geht, dass es auch gut aussieht. Ja. Und Ziel war halt, dass man diesen transparenten Apple Case, dieses Gefühl wollten wir halt nachherstellen. Das ist halt dieses Case hier. Mhm. Neues Projekt, was wir heute vorführen, sind übrigens nicht diese Farben. Das waren die ersten Farben, die wir mal getestet haben. Hier das Rote ist aber zu hell. Das Grüne auch eigentlich viel zu hell. Das Graue ist schon eine Farbe, wo wir sagen, okay, da können wir was mit. Das sind auch diese translucent Farben. Das ist quasi nicht transparent wie das hier, sondern translucent, also dieses Milchglas. Und das Projekt heißt Asahi Series. Asahi ist japanisch für aufgehende Sonne. Und die Farben, die wir erstellen, ist ein sehr dunkles Rot, ein sehr dunkles Blau und noch zwei andere Farben, ein sehr dunkles Grün, so ein British Racing Green, wie Aston Martin hat, und so ein ganz dunkles Grau. Und die Idee dahinter ist, bei solchen dunklen Farben passen natürlich schwarze Keycaps am besten. Ja. Weil wenn wir ganz helle Farben Cases produzieren, dann wollen die meisten Leute sagen dann auch, ich will die Keycaps dazu haben. Aber das Problem ist dann, wenn wir Keycaps produzieren, dann müssen wir schon 250 Stück Minimum in einer Farbe pro produzieren. Das lohnt sich nicht. Und deshalb, dass wir sagen, dann besser ein Case machen, wo halt die schwarzen Keycaps beipassen. Ja. Hier, ich muss mal unterbrechen. Wir müssen weiter. Das Video darf nicht allzu lang werden. Alles klar. Okay, vielen Dank. Und viel Erfolg. Visitenkarte hast du schon von mir, genau. Habe ich schon bekommen. Sehr gut. Danke euch. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss. Bist ja auch ab und zu mal drauf und schreibst in den News. Bist herzlich willkommen immer. Ja. Okay. Willst du noch eine Visitenkarte haben? Ich kenne dich. Kennst du? Ja. Okay, gut.
dran. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und für das Video. Viel Spaß noch. Jo, danke. Tschüss. Ich werde auch mal. Wir sind gerade am Aufnehmen für YouTube. Ah, zeigen YouTube. Ich bin YouTuber, genau. Okay, also was wir hier zeigen übrigens ist der Amiga 32, den wir neu entwickelt haben. Damit kann man Mega Drive, sechs Button, Gamepads ab CD 32 betreiben, volle 6 Button Unterstützung. Das ist ein neues Produkt von uns, hier in der Vitrine hier vorne. Und auch hier alles Alinea-Produkte drin. Teilweise haben wir hier halt auch lizenziert von Matthias Mönch hier, zum Beispiel für Vega-Adapter, aber das sind hier die Omnipods, die wir selbst entwickelt haben. Und in der Vega-Adapter, wie ich schon gesagt, und jetzt hier ganz neu auf der Messe, ganz exklusiv, die sind das April 2021. Also das war die Premiere, war gestern. Und daneben ist ein Prototyp von einem Power-Adapter, mit dem man sozusagen die Subway, also die normale Subway noch, die alte Subway, mit mehr Power ausstatten kann. Das heißt, damit man auch einfach externe Festplatten einfach dran anschließen kann, ohne dass man noch einen Stromkabel benötigt. Das heißt, jetzt zieht sich dann den ganzen Strom über das USB. Okay. Jo. Du kennst das Amiga-Portal, ne? Natürlich. Ja. Da findest du einen Link und zu YouTube. Dann weißt du nämlich, auf dem YouTube-Kanal gibt es ein Video von dir. Morgen. Jo. Ich mach einen guten Job. Schöner Shop, den. Ja, danke, danke. Vielen Dank. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir da was streamen. Ja, nicht streamen auf Twitch, aber oder Video. Oder Video, oder beziehungsweise, ja, oder halt Video. Amiga Bin ist ja hier, ne? Wie bitte? Amiga Bin, kennst du den? Ja, klar. Der ist ja hier. Haben wir auch vorhin schon aufgenommen. Super. Ja, freut mich. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Runde. Vielen Dank euch. Ebenso. Wir machen jetzt einen Schnitt. Genug aufgenommen.